Hi, hier ist Daniel von Motiviert Studiert. Heute möchte ich dir zeigen, wie du mit richtig genialen Pausen du mehr Freude beim Lernen hast, aber vor allem auch produktiver wirst. Für mich persönlich sind Pausen beim Lernen viel, viel wichtiger als das Lernen an sich. Warum? Weil eine Pause dann natürlich dazu einlädt, dann auch die auszudehnen und dann gar nicht mehr zu lernen. Gleichzeitig ist eine Pause auch oftmals schwierig, wenn man dort Dinge tut, die kognitiv anstrengend sind und dadurch man seine Energie nicht aufbaut, sondern abbaut. Und wenn das der Fall ist, kommt man nicht mehr rein ins Lernen. Und es gibt noch etwas, das heißt Willenskraft. Und wenn man zum Beispiel dann eine Pause angefangen hat und man hat was ganz, ganz Tolles gemacht, kann man gar nicht aufhören, weil man dann vielleicht gar keine Willenskraft mehr hat, weil das ist eine endliche Ressource, weil man vorher sich schon zum Lernen gezwungen hat. Und von daher braucht man ein sicheres Umfeld bei der Pause, damit man sie nicht ausdehnt und vor allem, dass man darin das Richtige macht. Und damit man sie nicht unendlich ausdehnt, sollte man vorher festhalten, wie lange man die Pause machen möchte. Ist es jetzt da gerade dabei, dass man eine halbe Stunde Pause macht oder nur 5 Minuten oder 10. Und je nachdem, wie lang die Pause ist, solltest du auch deine Aktivität da hineinlegen. Und das Allerwichtigste für mich ist auch, damit, wenn man eine Pause plant und die auch wirklich dann einhält, ist, dass du den letzten Gedanken, den du beim Lernen gehabt hast, erst einmal aufschreibst und dann in die Pause gehst. Denn wenn du dann nach der Pause wiederkommst und diesen letzten Gedanken, den du gehabt hast, liest, kommst du viel, viel besser wieder hinein. Ganz wichtig auch noch, bevor ich dir die positiven Lernpausen zeige, möchte ich dir kurz erzählen, was negative sind. Negative Lernpausen sind an sich zu anstrengend. Zum Beispiel, wenn du die ganze Zeit dann durch Instagram scrollst, wenn du die ganze Zeit verschiedene Eindrücke in deinen Geist reinmachst, alles, was mit unglaublich krassen Bildern und Erfahrungen zu tun haben, die erstmal nichts mit Lachen zu tun haben, sondern an sich sozusagen das vorher Gelernte überlagern. Das gehört beispielsweise dazu, wenn man die ganze Zeit so Sachen runterscrollt und so viel Informationen aufnimmt, dass man einfach zu viel hat und das Gehirn einfach auf Durchzug stellt. Überlegt mal, ihr habt ganz viel gelernt und dann seht ihr auf einmal, ihr geht durch 5 Minuten durch die Instagram-Story durch und es sind wahrscheinlich zig Millionen an Informationen, so viele Bilder, was man so kurz sieht und dein Gehirn schaltet, das ist alles gerade nicht so wichtig, das brauchen wir wahrscheinlich nicht abspeichern und dann ist das, was du dann vorher gelernt hast, wahrscheinlich auch nicht mehr so wichtig. Und vor allem, wenn das super krasse Bilder waren, dann ist es oftmals blöd und man behindert diesen Lernprozess. Und damit das nicht passiert, wie gesagt, erstens die Pause begrenzen und zweitens versuchen, zwischen den Lerneinheiten nicht so viel bei Instagram, bei Facebook zu machen, denn das minimiert sozusagen den Lerneffekt. Und jetzt kommen wir zu den Pausenmöglichkeiten, die ich mache und die auch wissenschaftlich belegt sind, dass sie dir definitiv helfen werden. Jetzt habe ich euch 7 verschiedene Möglichkeiten aufgeschrieben, die ihr anwenden könnt. Und das allererste ist mein höchstes Gebot bei Pausen, wenn mir was wirklich wichtig ist, also ich wirklich in einem Lernprozess oder in einem Arbeitsprozess drin stecke, dass ich nur eine Sache tue. Wirklich nur eine, weil wenn man ganz viele verschiedene tut, kommt man ganz schnell raus und man verlängert die Pause. Beispielsweise, wir haben jetzt eine 10-minütige Pause mit uns vereinbart und das erste, was du machen kannst, ist natürlich dein Energielevel wieder heben und das durch Snacks. Nicht durch die Sachen, die du in der Bibliothek oder in der Mensa oder in der Cafeteria bekommst, sondern Sachen, die wirklich langfristig dir helfen. Ganz viel Gemüse, Avocados, Walnüsse und natürlich auch ganz viel Wasser, was dir hilft. Und vor allem keine zuckerhaltigen Getränke, weil das gibt dir einen kurzen Schock, also du kriegst einen Zuckerschock, du bist kurzfristig leistungsfähiger, aber langfristig wirst du wieder abfallen. Genauso ist Kaffee langfristig wirklich weniger produktiv. Da muss aber jeder selber entscheiden. Ich beispielsweise werde dann wirklich so ganz kurz, so ganz high und wild, aber dann gehe ich ziemlich wieder runter. Genauso bei schwarzem Tee. Aber da müsst ihr selber gucken, was für euch stimmig ist, denn meine Tipps müssen nicht für jeden
zugänglich sein. Wichtig im Allgemeinen ist tatsächlich aber schon, dass die Tendenz dazu geht, dass ein Großteil der Menschen ohne Kaffee wirklich produktiver wird. Der zweite Punkt ist Dehnen. Dehnen ist unglaublich wichtig. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, das könnt ihr hier oben sehen. Das ist für mich wirklich eins der allerwichtigsten Themen, weil wenn du Schmerzen im Körper hast, wenn du Kopfschmerzen hast, Rückenschmerzen hast, ist es sozusagen so, dass du diesen Reiz unterdrücken musst. Du musst sozusagen etwas davon weggehen und dich aufs Lernen konzentrieren. Und wenn du aber die ganze Zeit immer wieder an diesen Schmerz denken musst, sind die Emotionen, die mit dem Schmerz verbunden sind, viel stärker als das, was du lernst. Weil alles, was wir mit Emotionen verknüpfen, speichert sich besser ab. Das heißt, im schlimmsten Fall hast du den ganzen Tag über Rückenschmerzen und lernst dabei gar nichts, weil das Einzige, an was du dich abends erinnern kannst, ist, wie diese Rückenschmerzen immer schlimmer geworden sind. Von daher sind so Dehnübungen, sich zu strecken, unglaublich gut für dich, damit du wirklich leistungsfähiger wirst. Und wie gesagt, schau dir das Video ruhig an, das sind 5-6 Minuten, die kann man in eine Pause ruhig einbeziehen. Der nächste Punkt sind motorische Übungen. Wenn man sich gestreckt und gedehnt hat, vielleicht auch ein bisschen Sport gemacht hat, es gibt so ein paar Übungen, die die Konzentrationsleistung steigern können. Und das hat Dennison entwickelt und das heißt Edukinesthetik. Das macht man mit jungen Kindern, damit sie sozusagen so ADHS und sowas überwinden können, weil das oftmals viel, viel effektiver ist, als wenn man sie einfach nur mit Tabletten vollpumpt. Und was dabei wichtig zu wissen ist, du hast zwei Gehirnhälften. Und die linke Gehirnhälfte ist vorrangig oder zum großen Teil für die rechte Hemisphäre deines Körpers zuständig und die rechte Gehirnhälfte für die linke Hemisphäre deines Körpers. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass auf der linken Seite das eher Rationale ist und auf der rechten Seite das Emotionale. Das ist nicht mehr so klar wie früher, also es gibt schon Überschneidungen, aber dazwischen gibt es einen Kanal, der heißt Corpus Callosum. Und man hat gemerkt durch diese Edukinästhetik, dass man dadurch, wenn man mit beiden Körperhälften etwas tut, was unterschiedlich ist, dass man dadurch besser sich konzentrieren kann und hinterher fokussierter ist. Und ich habe das vor ein paar Wochen gelernt. Ich war auf einem Seminar und das war super anstrengend. Das ging von morgens bis abends. Aber dreimal auf diesem Seminar kam wirklich so ein Sportlehrer vorbei und der hat mit uns erst 5 Minuten sind wir rumgesprungen, haben uns gedehnt, ein bisschen Sport gemacht, so die Pumpe angesprungen und anschließend haben wir diese motorischen Übungen gemacht. Und da möchte ich dir kurz ein paar zeigen. Und was du beispielsweise in der Pause übrigens richtig cool machen kannst, ist, du hast hier, ja klar, ein Schießgewehr und einen Hasen und dann drehst du das Ganze um und dann drehst du es wieder zurück und so rum. Und das braucht am Anfang ein bisschen Übung, aber dadurch aktivierst du wirklich dein Gehirn. Ein anderes wäre beispielsweise, du hast einen Daumen und einen kleinen Finger und die gehen spazieren. Oh, dann kommen sie aber nicht weiter, dann müssen sie in die andere Richtung gehen. Und dann in die Richtung und dann die. Und vielleicht machst du das gerade mit und versuchst das nachzumachen und es ist übelst schwer am Anfang, aber mit der Zeit wirst du immer besser. Eins, wo ich gerade noch dran übe, das ist der. Das kriege ich noch nicht so ganz gut hin, aber es geht halbwegs. Und dadurch kannst du wirklich das Gehirn aktivieren und du wirst danach viel aufnahmefähiger sein. Und ich kann dir versprechen, das ist wissenschaftlich belegt. Das gibt es so braingym.com, kann man da nachschauen. Und da gibt es die ganzen Studien dazu zusammengefasst. Und ich kann dir garantieren, vor allem in der heutigen Welt, wirst du damit viel besser fahren, weil wir das oftmals vernachlässigen. Und was du auch machen kannst, ist jonglieren. Wenn du da sowas hast. Also ich jongliere total gerne. Dann einfach so ein bisschen, um sich abzuschleiten. Und man kann dann auch eigentlich nur das eine machen, außer man hat schon ein bisschen geübt, dann kann man auch dabei noch ein bisschen erzählen. Also was wird dir helfen mit so motorischen Übungen? Das nächste ist für mich essentiell spazieren gehen. Warum? Es ist erstmal nicht so fordernd und du kannst runterkommen. Du gehst spazieren und gehst wirklich nur mal einmal um den Block. Frische Luft tut dir unglaublich gut. Du wirst danach viel aufnahmefähiger sein. Vielleicht triffst du noch einen Freund, hast einen kurzen Schwatz. Wichtig ist nur, dass du die Zeit dabei nicht vergisst. Und danach natürlich Yoga und Sport. Und man macht erst sowas, mache ich auch heute erst, wenn die Zeit auf einmal ganz kostbar wird. Ich habe ein anderes Seminar gehabt, vor circa einer Woche. Und das war richtig, richtig teuer. Da ging es darum, wirklich herauszufinden, wie man sich selber fühlt. Weil man kann
nur sich selber sozusagen, also man kann anderen Leuten nur anleiten, etwas richtig gut zu tun, wenn du mit dir selber im Reinen bist. Und das Seminar war sehr teuer, aber richtig, richtig gut. Und wir hatten eine Stunde Mittagspause und ich wollte aber wirklich alles mitnehmen, weil das Seminar ging von 9 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Und dann habe ich überlegt, was ich in der halben Stunde oder Stunde mache, die ich dann für mich Zeit hatte. Und ich habe mir überlegt, ich mache Yoga. Und ich mache wirklich nur Yoga. Und dann war es wirklich so, dass ich wieder fit war. Mein Rücken hat sich gut angefühlt. Ich konnte danach wirklich bis 22 Uhr durchstarten. Und hätte ich dann, wie ich es normalerweise mache, einfach dann so im Internet rumgesurft und gechillt und hätte mich danach schlechter gefühlt und wäre müde gewesen, dann hätte ich das gar nicht mit herausgefunden. Und blöderweise machen wir das erst, wenn es um wirklich viel geht. Und ich hoffe, ich kann dich dazu inspirieren, wenn du jetzt in deiner Lernperiode bist, vielleicht ein bisschen Yoga oder auch irgendeinen Sport zu machen. Wenn du einfach nur ein paar Liegestütze machst oder einfach nur mal kurz mit dem Fahrrad um den Block fährst, egal was, es wird dich positiv beeinflussen. Und das Ziel ist natürlich mehr Lernfreude. Wenn du den ganzen Tag langweilig in der Bibliothek rumsitzt, dann wirst du keine Lernfreude haben und auch keine guten Noten. Und allein dieses Setting von Lernpausen wird dich so dermaßen verbessern, dein Gefühl zum Lernen verändern, damit du langfristig wirklich mehr Freude beim Lernen hast. Du kannst es in kürzeren Zeitperioden erfassen und danach hast du Bock aufs Lernen. Kannst du dir das vorstellen? Ich hätte mir das früher nie vorgestellt, dass es auf einmal so einfach ist. Du veränderst den Rahmen und auf einmal hast du Bock aufs Lernen. Das ist total der Hammer. Der 6. Punkt ist Videos. Und nein, da meine ich nicht meine Videos. Ihr solltet während eines Lernprozesses nicht so sehr in meine Videos reingehen, sondern ich meine so Katzenvideos. So süße kleine Katzenvideos oder einfach so, wo ein paar Leute so veräppelt werden, so auf humorvolle Art und Weise. Ich meine, ihr kennt Zirkus Halligalli und dann aushalten, nicht lachen oder sowas. Alles, was wo ihr mal lachen könnt und mal so richtig abschaltet. Und das ist super gut in 5 Minuten. Egal, ob es Hunde-Fail-Videos oder einfach nur Hunde-Videos, die total süß sind oder Videos von Leuten, wie sie dann bei anderen Leuten Shampoo in das Haar reinmachen und die merken nicht, woher das kommt und die stehen unter der Dusche und drehen so halbwegs durch. Und das bringt einfach dazu, einfach mal zu lachen. Und diese ganzen Muskeln im Gehirn, die vielleicht, oder im Gesicht, die du über lange Zeit gar nicht benutzt hast, dann auf einmal wieder zu benutzen. Und das tut wirklich mal gut. Weil ganz ehrlich, die effektivsten Pausen in 5 Minuten sind die, wo ich mir irgendein lustiges Video über 5 Minuten wirklich reinziehe und danach auf einmal denke so, boah, krass, auf einmal fühle ich viel mehr Energie. Einfach, weil man mal gelacht hat. Und der letzte Punkt sind Powernaps. Powernaps sind in der Regel 10 bis 15 Minuten. Und das habe ich ganz lange falsch gemacht. Ich habe morgens eine unglaublich produktive Phase. Von 7 bis 12 bin ich super produktiv. Dann kommt das Mittagessen und dann zieht mich das so richtig runter. Und dann ist es teilweise so, dass ich bis um 3 im Internet rumgesurft habe oder irgendwas gemacht habe, ja, die Zeit einfach verdaddelt habe. Und dann wundere ich mich, warum ich abends nicht genug geschafft habe oder ich auf einmal bis 7 lernen muss und dann keine Zeit mehr für meine Freunde habe. Und dann habe ich gesagt irgendwann, nee, ganz ehrlich, jetzt ist Schluss. Wenn ich müde bin und nichts leisten kann, zu müde für Sport oder irgendwas bin, dann lege ich mich eine Viertelstunde hin. Ich mache dann immer so autogenes Training, wo ich mich so runterfahre, wo ich nicht einschlafe, aber gleichzeitig in so einen Zustand komme, in dem ich wirklich mich erholen kann, wo ich dann richtig merke, wie meine Batterien wieder voll werden und ich danach wieder loslegen kann. Und auf einmal habe ich 2 Stunden mehr am Tag, weil diese 2 Stunden rumdaddeln im Internet, die haben mir keine Freude bereitet, sondern das war einfach nur Ablenkung, Aufschieben. Und ich habe dabei auch nichts Produktives gemacht. Und auf einmal konnte ich 2 Stunden eher Feierabend machen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe sie sinnvoll genutzt für Freunde, für Spaß und sowas. Richtig, was mir richtig gut getan hat. Und dadurch wirklich, durch dieses Rumdaddeln, Prokrastinieren, ist wirklich so, dass es anstrengend ist. Es gibt nichts, was anstrengender im Leben ist, als ein Ziel zu haben, sich was vorzunehmen und es dann nicht zu machen, ein schlechtes Gewissen zu haben. Und dabei ist es wirklich so, dass man nur die falschen Strategien verwendet. Wenn du wirklich dich nicht motivieren kannst, dann anzufangen, dann hat das irgendwas in dir zu tun, wie du die Pause gestaltet hast oder wie dein Energielevel ist. Und dann solltest du daran arbeiten.
Und wenn du das getan hast, wirst du auf einmal sehen, wie du super viel Lernfreude entwickelst, super freudvoll dabei wirst, bessere Ergebnisse erzielst und vor allem entspannter wirst. Zum Schluss möchte ich nur noch ein kleines Tool mitgeben. Und das ist einfach, du machst dir eine Liste, was du in den Pausen gemacht hast und danach wertest du aus, wie du dich fühlst. Vielleicht sind nicht alle Punkte was für dich. Kann ich voll nachvollziehen, weil das sind meine Punkte und die, die es in der Literatur gibt. Es gibt aber noch ganz andere Punkte, die dir vielleicht helfen können. Und dann kannst du einfach identifizieren, ob das nun Energiegeber oder Energieräuber sind. Überleg, wie du dich vor der Pause gefühlt hast und überleg, wie du dich danach fühlst. Gerne, surf durchs Internet, mach bei Instagram, vielleicht ist das nicht so schlimm wie bei mir. Guck danach, wie du dich fühlst. Und dann kannst du selber entscheiden, wie du die Pausen machst. Und das Coole ist, du brauchst das nicht dein Leben lang zu machen. Du machst das einmal für dich, zwei, dreimal für jedes durch. Und danach guckst du, wie habe ich mich davor gefühlt vom Energielevel, wie es mir geht und danach. Und wenn du das schwarz auf weiß hast oder auch bunt, wenn du Buntstifte verwendest und dann sehen kannst, das ist die effektivste Methode für mich um die Uhrzeit. Das ist die effektivste Methode für nachmittags. Das ist das für vormittags, Snacks immer alle 90 Minuten. Dann auf einmal brauchst du darüber gar nicht mehr nachzudenken. Du machst eine Gewohnheit daraus und du wirst damit erfolgreich sein. Das kann ich dir wirklich garantieren. Und jetzt würde mich interessieren, was machst du davon schon? Wie gestaltest du deine Pausen? Lasst uns in den Dialog treten, in den Kommentaren und einfach darüber reden. Ich wertschätze wirklich jeden einzelnen Kommentar und ich antworte auch auf alle Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn du dieses Video zum ersten Mal siehst und dann überlegst, dir diesen Kanal zu abonnieren. Weil ich fände es großartig und es wäre eine Riesenehre für mich, wenn ich dich durch deinen Lernprozess begleiten darf und dich unterstützen darf. Ich möchte dir nicht helfen, weil helfen tut man nur Hilflosen. Aber ich möchte dich unterstützen und dazu bringen, dass du selber zu dir sagen kannst, ich habe es geschafft, nicht wegen dem Video, sondern wegen dir selber. Und als Dankeschön dafür, dass ihr wieder abonniert, die Glocke anmacht, dafür, dass ihr Kommentare schreibt, möchte ich wieder zwei Bücher verlosen. Die besten Study-Hacks der Welt. Es geht hier um Motivation und um Prüfungsangst. Und die gibt es nicht zu kaufen, sondern die gibt es hier nur zu gewinnen. Natürlich könnt ihr die Bücher auch als E-Books runterladen. Die gibt es kostenlos auf unserer Website. Und den Link findet ihr in der Beschreibung. Und da kommt ihr einfach hin. Und da gibt es eins über Prokrastination, über Prüfungsangst und eins über Motivation. Und dazu ganz viele mega geniale Vorlagen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur zu sagen, schön, dass es dich gibt. Ich finde es großartig, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Vielen, vielen Dank. Ich denke, diese Tipps werden dir wirklich helfen und dich unterstützen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bin Daniel. Mach's gut.